Moin! So. Guck mal, wer hier wohnt. Ich wohne beim Grafen. Ja, ich habe mir ein bisschen den Schnabel verbrannt. War ein bisschen heiß. Da oben auf dem Gipfel. Ich habe mir gedacht, zum Abschluss des heutigen Tages latsche ich mit euch nochmal zum Einkauf. Boah, eine ganze Pulle habe ich geäxt. 1,5 Liter. Ich hatte da oben ja nichts zu saufen mit. Ja, wir brauchen Wasser und Hopfen oder ein Pivo, Pilz oder wie heißt das auf Bayerisch? Mama war das heißt, guck mal hier. Ich habe hier, ja, das ist schon Indianerbraun und alles weiß, ne? Alles das da, hier so mein Armband, hier die Uhr. Das ist nicht so schön. Und diesen wäre ich ganz braun, so überall. Überall. Ja, ich weiß nicht, was morgen angeht. Vielleicht eine Kutschfahrt oder zum See oder vom See oder eine Kutschfahrt. Ich weiß noch nicht. Da scheint was los zu sein. Ja, dann. Ja, ich überlege erstmal, was wir morgen machen. Ja, das ist Füssen, wo die Frauen küssen. Oder schon rot, da muss ich mich ein bisschen beeilen. Boah, die Sonne ballert ohne Ende. Theresienhof. Ach, guck mal an. Die Weiber da im Auto. Ne, ich meine den Theresienhof. Ja, da kennen wir ja die Theresienwiesen. Das kam mir so bekannt vor. In München. Hier wird mal Luft. Muss man eben meinen Mundschutz aufsetzen. Was kostet denn hier ein Träger? Aber das ist Radler. Und Radler ist kein Alkohol. Oh, eine Gurke. Die können wir mal mitnehmen. Ja, das wollte ich immer. Genau das wollte ich hören. Ja, weil das war echt, da habe ich mir gedacht. Wir brauchen Wasser. Bei uns gar nicht zu Hause. Hier ist das mal möglich. Wasser, Wasser. Jim Beam wäre auch mal nicht schlecht, ne? Komm, den nehmen wir mal mit. Schön kalt. Nee. Wir nehmen schön Jackie. Jackie mit Cola hier, Kollegen. Welches Bier nehme ich denn jetzt? Ich habe die ganze Zeit immer Hackabschor gehabt, aber jetzt möchte ich gerne mal was anderes probieren. Paulaner kenne ich auch. Was gibt es denn hier so der typische bayerische Pilz hier? Original Jubiläumsbier, Allgäuer. Kostet ja scheiße. So, das nehmen wir mal mit. Drei Stück, das sollte reichen. Mehr brauchen wir nicht. Wasser. Natürlich ist Mineralwasser. Nee, ja, Wasser brauche ich auch nicht. Ist scheißegal. Ich mache das jetzt mal aus, das lässt sich alles sonst schlecht schleppen. Das war es dann auch schon. Alles das, was ich brauche, habe ich. Lass ich heute mal den Abend ausklingen mit zwei. Mit drei Bierchen und ein Jackie. Hallo, meine Lieben. Prösterchen. Ja, ich hoffe.
Alles klar. Ich... Sind hier denn gar keine Schulen? Ah ne, ist auch schon viel zu spät. Ja, wenn euch das Video gefallen hat heute und der Tag auch, dann dürft ihr gerne die Kuhglocke abonnieren. Boah, könnt ihr mal ruhig sein. Morgen geht's weiter. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen, was ich mache. Lasst euch einfach überraschen. Ich grüße alle, auch mich. Und ja. Es ist schön hier im Allgäu. Sehr sonnig, schöne Seen, schöne Berge. Kann ich euch nur raten, mal hinzufahren. In diesem Sinne, ich bin ein bisschen platt, in diesem Sinne, einen wunderschönen Abend für euch. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Bleibt mir treu, ich bleib euch treu. Bis dann. Arrivederci. Good morning. Good morning. Und die Berge sind immer noch da. Das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. So. Ich sehe noch nicht so frisch aus, deswegen werde ich mich auch nicht selbst filmen. Ich mache mich jetzt erstmal frisch. Und dann schauen wir, was wir an den heutigen letzten Tag also anstellen. Servus. Wie geht's euch? Wie geht's gut? War ein Bier zu viel gestern. So, jetzt, ne? Habe ich mich entschlossen, Fahrradverleih aufzusuchen. Der ist an der Bahnhofstraße, ca. 400 Meter von mir. Und wie immer mache ich das natürlich nicht so, sondern immer schön mit Google Maps. Dann müssen wir erstmal die Route eingeben, wie immer. Mal hier mal reingehen. Und dann bei der Bahnhofstraße 12. Mach mal fertig, Junge. Sag bloß, ich habe hier keinen Empfang. Ja, lädt und lädt und lädt und lädt. Aber wir wollen ja auch zu Fuß und nicht in den Zug, ne? Wir latschen schon mal. Ja, während er lädt, machen wir eine kurze Pause. So. Es kann losgehen. Ich muss mich drehen. Gut, ich laufe schon mal ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich. Und hören uns. Riechen geht ja nicht. Platz Sebastianstraße. Links abbiegen auf Sebastian Kaiser Maximilian Platzstraße.
und hast nicht gesehen. Machen wir. Dann geh doch zu Netto. Ja, ich bin jetzt fast da. Ich muss noch die Bahnhofstraße hoch und dann bin ich, denke ich, schon da. Was sehen wir da hinten im Hintergrund? Ihr Frogs. Na sicher. Die Berge. Auch schön hier rechts. Bahnhofstraße. Ah, ich bin schon wieder falsch gelatscht. Wie immer. Wie immer. Trotz Google Maps. Ich kann das einfach nicht. Auf Malle war das einfacher. Ich wollte sowieso durch den im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Von Freibergpark durch. Den Kreisverkehr verlassen. Ah, was denn jetzt? Ja, ich suche das jetzt so. Okay, Leute, dann bis gleich, ihr Süßen. Genau da will ich hin. Da ist das Ziel. Ja, es gab ein kleines Problemchen und zwar hatte der erste Fahrradverleih keine Fahrräder mehr. Jetzt bin ich zum zweiten gegangen und da habe ich dann Fahrräder reservieren lassen. Jetzt laufe ich hier noch ein bisschen durch die Altstadt. Vorne das Rathaus von Füssen. Achso, ich kann vorweg schon sagen, der Fahrradverleih, da kostet ein Fahrrad pro Tag 15 Euro. Egal ob Damen- oder Herrenrad. Und dann haben wir dann noch, wenn er jetzt Kinder haben sollte, dann kostet so ein Anhänger 10 Euro. Ich finde, das geht noch vom Preis. Man kann dort auch Mountainbikes leihen oder E-Bikes, E-Mountainbikes. Ja, genau diese Fahrräder kann man dort mieten. Ich werde dann natürlich auch einen Link hier unten hinterlassen. Auf den könnt ihr dann zugreifen, sofern ihr mal hier seid. Dann wisst ihr, wo ihr euch eure Fahrräder leihen könnt. Ja, sehr schön hier. In der Ecke war ich noch gar nicht. Ach, guck mal an, was ist das denn hier? Da werfen wir doch mal einen Blick rein. Ach stimmt, hier trete ich ja heute auf. Irgendwie mag ich ja schwarze Haare. Aber nur die schwarzen Haare. Mir ist aufgefallen, dass sie an jedem Gebäude was dran gepinselt haben. Sind sie denn zu faul gewesen, um das alles in den Stein zu kloppen? Ja, jetzt haben wir jetzt gleich hier die Lech. Der Name ist mir, ich glaube, vor 2 Tagen oder gestern nicht eingefallen. Da gehe ich jetzt mal entlang. Und wenn ich eine schöne Stelle finde, ja, dann seid mal gespannt. Ja, jetzt bin ich überlegen, gehe ich hier über die Brücke oder gehe ich hier unten rechts lang? Ich glaube, ich gehe mal hier unten rechts lang. Barockgarten, da schauen wir doch auch noch mal rein. Damit ihr auch wisst, wer hier die ganze Zeit erzählt. Ah, guck hier auch. QR-Code-Shots, schätze ich mal. Ja, das ist doch schön hier. Guck mal.
Ja, ich will jetzt hier nicht so filmen, weil da die Leute sind. Ich glaube, die mögen das nicht. Die Bayern sind sowieso alle so ein bisschen konservativ, habe ich festgestellt. Die gucken dann immer recht böse an, wenn du... Du brauchst die Kamera ja eigentlich auch nur... Du brauchst die Kamera eigentlich nur in der Hand halten und sie selbst aus. Dann schauen sie schon böse. Das ist der erste, den ich hier in Lederhose sehe. Ich hätte ja auch schon eine getragen, aber die haben die nicht meiner Größe. Da ist die Lech, meine Lieben. Die ist jetzt noch ein bisschen trüb durch die Regenfälle. Normalerweise ist das Wasserglas klar. Na, hier sieht man das schlecht. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten lang. So, das ist die Lech. Da möchte ich jetzt aber auch nicht reinfallen. Also, es ist schon eine starke Strömung vorhanden und das geht dann hinten in den Stausee. Schon schön. So, jetzt müssen wir das auch ganz auch wieder zurückgehen. War doch easy. Easy busy. So, Weißensee. Den hat man allerdings auch von oben gesehen, vom Berg, den Weißensee. Der liegt rechts von dem Forgensee. Wenn ihr da im Video nochmal schaut von gestern, links der große Forgensee und rechts davon der Weißensee. Der Weißensee hält sich etwas dunkler. Dunkler. Naja, wie auch immer. Wisst ihr Bescheid. Ja, warum das jetzt da steht, weiß ich auch noch nicht. Aber ist wahrscheinlich nur ein Spaß. Wobei ich kenne ein paar. Ach, ist das schön hier. Hängt da eine Raupe? Ach, die ist so klein. So, dann laufe ich jetzt mal meines Weges, bis ich wieder bei der Unterkunft bin. Und dann hole ich mein Fahrrad ab. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht fahre ich auch mit dem Auto, ich muss mal gucken. Vielleicht bin ich ja heute doch zu faul. Das war gestern schon ganz schön anstrengend. Ach ja. So, nun ist es auch nicht mehr weit. Und dann bin ich schon wieder zurück. Muss ich mal gucken, muss ich hier hoch? Nee, da hoch muss ich glaube ich nicht. Und dann muss ich hier rechts hoch jetzt. Hier rechts. Und dann wieder rechts, und dann wieder rechts. Und dann bin ich da. So. Jetzt muss ich wieder links. Ich so, nur noch, noch durch so einen kleinen Torbogen. Und dann rechts. Und dann bin ich da.
ist der. Das ist der M. Otusbrunnen. Oder wie war das in Rom? Fontana Otus. Otis. Aber in Italien Otis. Da ist das Moped. Der Roller, die Vespa. Richtig geil. Hier haben sie alles hier aufgemalt und waren zu voll, das aus dem Stein zu stanzen. Jetzt sind übrigens genau ein richtig guter Italiener. Kann ich empfehlen. Geht da hin, esst dann irgendwas, was ich, Lasagne, Pizza. Was ihr wollt. Pasta, mir scheißegal. Ja, worauf ihr Bock habt. Ja, unter der Schrift, das ist mein Zimmerchen. Man kann schon sagen, es ist ein Apartment. Genau, wo war ich stehen geblieben? Fontana. Oben rechts im Bild ist eine Infokarte. Dort könnt ihr mal draufklicken. Dann schaut ihr euch die vierteilige Staffel von Otis in Roma an. Was gibt es da zu sehen? Natürlich wiederum oder wieder mal das Olympiagelände an Olympico Stadio Italiano. So, jetzt muss ich mir ein bisschen frisch machen. Ich bin schon wieder total verschwitzt. Damit ihr mir auch glaubt, ja, ich wohne nicht irgendwo sonst wo, sondern ich wohne schon ordentlich. Hallo, guten Morgen. Ah, haben Sie Sturm geläutet, gerade bei uns, oder? Ich habe einen. Ach, habe ich da drauf gedrückt? Ja. Pardon. Ich war jetzt so überrascht, habe ich mich gar nicht. Ja, die Fahrrad habe ich nicht gemietet. Dafür habe ich dann lecker Leberkäse mit Bratkartoffeln gegessen und ein Bier getrunken. Im Hintergrund sehen wir das Schloss Hohenschwangau. Und links von mir über die Schulter sehen wir das Schloss Neuschwanstein. Die ganzen Peoples hier müsst ihr euch jetzt wegdenken. Dann wirkt das gleich wunderschön. Da sind wir schon mal ein bisschen näher ran, würde ich sagen. Ja, ist gut, ich komme gleich. Damit hinterher nicht gesagt wird, ich war nicht im Wasser. Aber das ist schweinekalt. Ei, 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 ei. Oh, ich bin gespannt auf meine Jalakis. Oh, ein Freund, hallo. Komm mal her. Wie du beißt. So, meine Freunde, es ist endlich soweit. Hallo. Das ist filmreif. Ladies, das ist filmreif. Mit den Enten schwimmen. Jetzt bin ich doch mal gespannt, wie das unter Wasser im 4K aussieht. Oh, der Pelikan ist auch da. Oder Flamingo. Ein Stück von Malle. Es hat euch gefallen. Bitte noch nicht das Video beenden. Es geht nämlich heute noch weiter. Wir fahren zum anderen See und zwar zum Hopfer am See. Ich glaube, der zweitgrößte, drittgrößte See hier in der Umgebung. Ja, ist ja gut. Mensch, immer diese bayerischen Enten. Mäh. Also denn. Ah!
meine Lieben, das war es dann auch schon für heute. Vom Hopfen am See mit Sonnenuntergang. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen noch wieder. Wir fahren nach Hause. Und das war es an dieser Stelle dann auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonniert doch die Kuhglocke. Bis dann. Ciao.